Ich bin ja bei der Forstbetriebsgemeinschaft angestellt. Die Forstbetriebsgemeinschaft ist ein Verein, eine Selbsthilfeorganisation von Waldbesitzern. Und wir haben über 2000 Mitglieder. Und es sind überwiegend Waldbesitzer. Deswegen heißt es Forstbetriebsgemeinschaft. Früher hieß es Waldbauernvereinigung. Und hier jetzt in diesem Wald kann ich Ihnen jetzt mal diese Struktur, Besitzstruktur von der Kesselstiftung Stiftung zeigen. Das ist jetzt hier so eine Karte. Das nennt man Forstbetriebskarte. Alles, was bunt ist, ist der Besitz von dieser Tesselschen Stiftung. Es gibt noch eine zweite Karte, wo kleinere Gebiete sind, die nur weiter weg liegen, aber das ist ja das zentrale Gebiet. Wir haben hier unten unter Grundbuch. Ja. Ja, die Würselmacher sind jetzt gerade nicht mehr drauf, das ist da unten an der Kante. Wir sind hier im Ort durchgelaufen, hier rein zur Orientierung und diesen Weg entlang gelaufen. Die Fichte hier wird in 10 Jahren nicht mehr stehen, voraussichtlich. Aber nicht, weil ich das alles plündere, sondern weil das durch diese Entwicklung, durch die klimatische Entwicklung und durch den Käfer wahrscheinlich so sein wird. Was pflanzen Sie an? Nix. Ach, das wird leer. Das wird, nein, das wird nicht leer. Ja. Das tut sich von selber. Das fällt sich das so, von selber. Ja, das ist von selber. Ja, ja. Wir versuchen so möglich wie wenig, also wenig wie möglich anzupflanzen und viel über die sogenannte Naturverjüngung zu machen. Der Eichenstock, da sehen Sie hier noch den Rest da drüben, die Krone. Ach ja. Das ist der Rest von dem Stamm und das Zwischenstück, das ist dazwischen, das Stück ist weg, das haben wir rausgefahren, ja. Das hat jetzt ein einer mit der Motorsäge gemacht, das hat nicht der Harvester gemacht, das hat einer mit dem Traktor, mit der Seilwinde gemacht und dieser Stamm liegt jetzt bei den Möbelmachern auf dem Bretterstamm. Jetzt können wir uns das mal anschauen, dann einfach da auf, hier in dem Bereich. Haben wir eben ein paar Eichen rausgemacht. Ich kann Ihnen nur sagen, wir sind ein holzproduzierender Betrieb. Holz ist da ein Rohstoff, ein nachwachsender Rohstoff, ein natürlicher Rohstoff. Wenn wir hier nichts machen, haben wir natürlich Urwald hier, ist auch schön. Aber es ist eine, finde ich, ich versuche so schonend wie möglich das Holz zu produzieren. Aber wir sind nun mal auch ein produzierender Betrieb. Also, und da gehen so viel auf der Eiche. Ja, das ist alles Naturphänomen. Alles von den Bäumen, die da oben drin sind. Und wie gesagt, ich versuche das natürlich wie möglich zu machen und auch so schonend wie möglich zu machen. Aber diesen Bestand hier eben will ich umbauen wieder in einen Laubwaldbestand. Der natürlich, ich sehe hier den Bestand, dann versuche ich natürlich aus diesem Bestand auch meine nächste Generation zu ziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum. Aber die Sägeindustrie ist eine Wissenschaft für sich oder die Ansprüche von den Schreinern oder von den Furnierern. Die sehen das mit ganz anderen Augen, das können wir nicht nachvollziehen. Das war jetzt diese Eiche, das sieht man vom Holz her, wenn man den Stapel daneben anschaut, der jetzt relativ grau schon ist, der liegt schon länger. Ja. Hier, das ist noch frisch eben von heuer, von dem Jahr. Und das liegt schon seit 2 bis 3 Jahren Bau überdacht im Außenlager. Also nach 2 Jahren eben, wenn das Holz luftgetrocknet ist, kommt es hier rein. Da können Sie gerne mal mit herfahren. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Einblick gekriegt, wie man Waldbau sinnvoll machen kann, wie man auch die Natur richtig nehmen kann, was sonst noch alles so dran hängt, von Bodendenkmälern bis die Art, am Förster Einfluss hat. Und, vielleicht kann man jetzt auch verstehen, warum wir unser Holz eben größtenteils über die SPG beziehen und beziehen wollen auch, weil ich so weiß, dass der Holzschaft das verantwortungsbewusst erzeugt worden ist.